Können doch mal noch eine Schlinge zweit dran machen, ne? Ja, also gegen 12.30 Uhr heute Nachmittag beim das Boot war zu Mittelmosel-Triathlon in Bullay eingesetzt. Bei der Entnahme des Rettungsbootes durch die Feuerwehr Zell-Merl ist das Feuerwehrfahrzeug in die Mosel gerollt und ist dort anschließend auch direkt versunken. Ja, also die Handbremsen sind angezogen gewesen. Also warum das jetzt reingerollt ist, ist schwer zu erklären. Also ich habe gerade noch extra geguckt, die Bremse ist zu bis Anschlag. Und ja, muss man sicherlich später klären. Ja, ich gehe mal von 100.000 Euro aus. Das Fahrzeug wird nicht mehr zu gebrauchen sein. Ungefähr der Richtwert vom Fahrzeug liegt bei 100.000 Euro. Ja, er hat versucht noch ins Fahrzeug reinzuspringen und das Ganze zu bremsen, aber das hat nicht funktioniert dann. Dabei hat er sich irgendwie leicht verletzt. Genau, er bleibt eine Nacht zur Beobachtung, geht in den Umständen entsprechend aber gut. Ich gehe von ca. 35 Einsatzkräften aus. Ja, die Mosel wurde seit 12.30 Uhr etwa oder 13 Uhr komplett gesperrt für die Schifffahrt, weil die Gefahr zu groß war, dass sich einfach ein Schiff dort die Schraube kaputt fährt. Nachgelegt. Herausforderung ist immer, wenn ein Fahrzeug in der Mosel ist, das ist nicht so einfach zu finden. Also haben wir heute noch relativ schnell gefunden. Wir haben auch schon mehrere Stunden gesucht im Normalfall. Genau, die Taucherstaffel der Feuerwehr Koblenz war hier. Die haben uns dann unterstützt, die Anschlagmittel am Fahrzeug festzumachen, um die Seilwinde quasi zu befestigen. Aber gut, klar, also man muss jetzt erstmal für Ersatz sorgen. Das geht von heute auf morgen nicht. Der Fahrzeugmarkt ist im Moment sehr schwierig und es ist so gut wie nichts verfügbar. Deshalb wird das jetzt eine Herausforderung werden, da kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Das ist ein Tragkraftspritzenfahrzeug, ganz normal 3,5 Tonnen mit eingeschobener Pumpe, vier Atemschutzgeräte drauf, also ein Standardfahrzeug. Ja, wir werden gleich anfangen, das Fahrzeug auszuräumen, das Material komplett zu entnehmen und das wird dann ins Feuerwehrgerätehaus hier nach Zell-Merl verbracht. Und dann gehe ich von außen, dass das Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt wird. Thank you.
eBay Kleinanzeigen. Er hat abgeholt. Südwestfunk. Das ist schwer. Hat auch da rauszukommen. Nee, aus da, ja, dann mit dem ganzen Gedöne da. Nee, überhaupt. Jemand aus dem Boot, springen wir ins Wasser und versuchen und kommt wieder raus. Ja, das ist schwierig. Kommt doch hier in den Feuerwehr. Ja. Haben wir da einen Hänge geklaut? Da sind so viele rote Streifen drin, der Hänge geklaut. Ja, drin, der ist aus dem Auto dann raus, weißt du? Ciao. Doch, bewegt sich aber, glaube ich.
Jungs, aber ganz zackig. Aber ganz weg, komm, auf. Es gibt immer Autofahrer, die haben dafür kein Verständnis, dass jetzt eine Straße gesperrt ist. Ne? Mal, wenn der Zeug fliegt. Also die Sportboote, die hier ankamen, die haben alle eigentlich. Ja, 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 ja. Gib mal bitte mal weg! Alles gut. Ja.